Stell dir deinen Hochzeitstag vor. Der schönste Tag deines Lebens und du bist umgeben von Menschen, die dich lieben. Sie freuen sich, feiern, erwarten. Jeder ist glücklich, nur du nicht. Du willst nicht heiraten, aber du musst. Warum? Weil du schwanger bist. Aber alles, was du willst, ist frei sein, frei von ihm. Stell dir vor, es gab eine Zeit, in der du ihn geliebt hast, aber in diesem einen Moment war alles vorbei. Warum? Weil er dich vergewaltigt hat und niemand weiß es. Warum? Weil niemand von deiner Scham wissen darf. Und jetzt kannst du nicht mehr die Mutter dieses Kindes sein. Du kannst dich nicht entscheiden. Warum? Weil du dich nicht entscheiden darfst. Denn in über 60 Ländern ist Abtreibung immer noch illegal. Und in denen es erlaubt ist, wird es totgeschwiegen. Selbst nach einer Vergewaltigung. Pro-Life und Pro-Choice bekriegen sich dauerhaft. Aber bei Abtreibung geht es nicht nur um Leben und Tod, es geht um die Freiheit der Entscheidung. Freiheit, über seinen Körper zu entscheiden, über das eigene Leben, über die eigene Zukunft. Unser Kurzfilm Close to Nothing at All handelt von dieser Entscheidung und der Schwierigkeit, diese zu treffen. Jede Diskussion über Abtreibung beschäftigt sich vorwiegend mit dem Leben des Kindes oder dem Egoismus der Mutter, wenn diese abtreibt. Aber ist es wirklich egoistisch, wenn man über den eigenen Körper entscheiden will? Nein. Nachdem sie von ihrem Freund vergewaltigt wird, wird Eilish, unser Hauptcharakter, ungewollt schwanger. Jetzt steht sie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. Entweder sie heiratet ihn oder sie verstößt gegen jegliche Überzeugungen ihrer religiösen Familie. Die Geschichte spielt in Irland, wo Abtreibung immer noch illegal ist. Abhängig vom Referendum am 25. Mai könnte das auch weiterhin so bleiben. Und selbst wenn die Wahl zugunsten von Pro-Choice ausgeht, wird die Entscheidung für die vielen betroffenen Frauen nicht leichter. Und dies möchten wir in Close to Nothing at All aufgreifen. Wir wollen eine Geschichte über Scham, unerfüllbare Erwartungen und dem Traum von einer perfekten Familie erzählen, die sich in einer unlösbaren Situation befindet. In diesem Film geht es nicht um Abtreibung, es geht um die Hürden, mit denen die betroffenen Frauen konfrontiert sind. Ich bin Lisa Bröckel und ich bin die Regisseurin von Close to Nothing at All. Helft uns, diesen Frauen in Notsituationen eine Stimme zu geben.